Gibt es den Teufel? Also, wie wir wissen, sind Menschen Geschöpfe mit Vernunft und Willen. Sie sind geschaffen zu einer Teilnahme am göttlichen Leben, denn sie können Gott als ihren Ursprung und ihr Ziel erkennen und ihn dankbar lieben. Dass der Mensch am Beginn seiner Geschichte leider etwas ganz anderes gemacht hat, haben wir schon gesehen. Nun, die Menschen sind nicht die einzigen Geschöpfe mit Vernunft und Willen. Sie sind nicht die einzigen, die Gott erkennen und lieben und am göttlichen Leben teilnehmen können. Denn da gibt es noch die Engel. Und leider fand sich nicht nur der Mensch am Beginn seiner Geschichte unheimlich toll, sondern auch eine Reihe von Engeln. Auch sie hielten sich für den Mittelpunkt der Welt, wollten eben sein wie Gott. Und auch hier ging es natürlich schief. So wie die Menschen verloren diese Engel die Freundschaft mit Gott. Man nennt sie Teufel oder Dämonen. Der Name Luzifer oder Satan wird für den Anführer der gefallenen Engel verwendet. So, da haben wir's. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Den Teufel gibt es wirklich. Er hat zwar nicht Hörner, rote Strumpfhosen und einen Pferdefuß, aber die gefallenen Engel sind real. Ihre Existenz geht klar aus der Bibel hervor. Jetzt die gute Nachricht. Es ist nicht so wie in Hollywood-Filmen. Dort hat man nämlich oft das Gefühl, als wäre die Erde der Kampfplatz zwischen einem guten und einem bösen Gott. Gott kämpft gegen den Teufel. Und wir sind mittendrin, statt nur dabei. Aber so ist es nicht. Es gibt nicht einen guten und einen bösen Gott. Es gibt nur einen Gott, und der ist gut. Gott hat Geschöpfe zur Teilnahme an seinem Leben geschaffen. Doch diese Teilnahme müssen sie in Freiheit annehmen. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Liebe bedingt Freiheit. Und mit derselben Freiheit kann ich mich eben auch von Gott abwenden. Menschen wie Engel sind also zum Höchsten, zur Liebe fähig und zum Niedrigsten, der selbstzentrierten Eigenliebe. Das also sind die Teufel und die Dämonen. Diese Wirklichkeit mag uns vielleicht manchmal erschrecken, aber Angst müssen wir keine haben, denn eines können Teufel und Dämonen als bloße Geschöpfe nicht: gegen Gott gewinnen.